Hallo Leute, heute gibt es einen Rinderschmorbraten und zwar aus der Brust des Rindes und dazu werde ich eine richtig schöne schwarze Soße machen. Es gibt Gemüse dazu, mehr will ich dazu noch nicht verraten und Salzkartoffeln dazu. Lasst euch überraschen und auf geht's. Und hier nun die Zutaten. Wir haben eine schöne Rinderbrust, 1,2 Kilo. Wir brauchen Wurzelgemüse für die Soße, Chili, Schalotte, Knoblauch, ein paar Kräuter der Provence, Tomaten, etwas Tomatenmark und zum Schluss etwas Bratensoße. Als Beilage möchte ich gerne einen kleinen Blumentopf. Als Beilage gibt es einen kleinen Blumenkohl, etwas Möhren und diesen kleinen Brokkoli und Kartoffeln. Das Ganze möchte ich im Bräter anschmoren und dann im Ofen zu Ende garen lassen. Zuerst kümmern wir uns um das Fleisch. Da möchte ich hier noch die dicke Sehne rausschneiden. Das ist nämlich zähe. Das wird auch durch langes Schmoren nicht weich. So, jetzt gucken wir uns mal die Fettseite an. Das schneiden wir auch nicht alles, aber etwas ab. Wichtig dabei ist immer, die Fettseite nach oben zu ziehen und mit dem Messer nicht ins Fleisch, sondern am Fleisch vorbei zu schneiden. Das sieht schon mal so ganz gut aus. Nachdem das Fleisch noch mal gewaschen und trocken getupft ist, können wir damit beginnen, es etwas zu salzen. Der Bräter ist aufgestellt und ich gebe hier Butterschmalz rein. Man kann auch Olivenöl nehmen, aber ich denke mal, klassischerweise hat man das früher mit Butterschmalz gemacht und ich möchte das ja auch irgendwo authentisch wiedergeben. Und jetzt kommt das Fleisch da rein. Fettseite zuerst. Von beiden Seiten 5 Minuten angebraten. Hier sieht man es wunderschön. Kommt das Fleisch jetzt hier raus, wird geparkt sozusagen. Und es geht weiter mit dem Wurzelgemüse. So, Sellerie und Lauch und die Mohrrübe sind geputzt. Schneide ich mir mal das Stück Wurzel ab, halbiere das Ganze mal und halbiere nochmal. Teile die Knoblauchzehen in Hälften und die Schalotten auch ganz grob. Hier die große in Viertel. Wobei das jetzt hier nicht drauf ankommt, das wird sowieso zum Schluss passiert. Also muss ich die Möhre oder Mohrrübe nicht putzen extra. So, von der Chili nehme ich die Hälfte, aber auch eben großzügig.
und gebe das Ganze in den Bräter. Ich lasse das jetzt etwas anrösten. Kommt jetzt Tomatenmark dazu. Das gibt der Soße nachher eine schöne Farbe. Hier sollte man allerdings darauf achten, dass das nicht anbrennt, weil das wird dann auch ganz schnell mal bitter. Man riecht es, ein herrliches Tomatenaroma. Jetzt lösche ich das mit Bratpong ab. Gebe jetzt meine frischen Tomaten noch dazu. Jetzt kommt das Fleisch drauf und sobald der Ofen vorgeheizt ist auf 180 Grad Umluft, kommt der Deckel drauf und der Bräter kommt dann rein für zwei Stunden. Beinahe hätte ich es vergessen, die Kräuter der Provence müssen natürlich vorher rein. Rosmarin, etwas Estragon, ein Lorbeerblatt und Salbei. Und jetzt kommt wirklich der Deckel drauf und das Ganze verschwindet jetzt im Ofen. So, langsam an der Zeit, sich um die Beilagen zu kümmern. Zuerst werden die Kartoffeln geschält. Die Möhrchen habe ich gewaschen und schneide die jetzt hier in kleine diagonale Scheiben. So, mit diesem kleinen Blumenkohl hier verfahre ich so, dass ich den genauso wie ich es auch bei einem seiner Eltern machen würde, hier so vorsichtig in dem Falle den Strunk rausschneide und diese Blümchen hier vorsichtig abbreche. So. Ähnlich verfahre ich mit dem Brokkoli, auch diese Röschen abschneiden und jetzt diese einzelnen kleinen Röschen hier ab. Ich werde das Gemüse auch nicht in Wasser, sondern in Gemüsebrühe blanchieren und dann so ein bisschen in der Pfanne in Butter schwenken und das wird dann die Beilage. Hier gebe ich jetzt etwas Salz dazu und natürlich Muskatnuss. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein großer Fan davon. Das Ganze lasse ich jetzt eine Minute köcheln. Ich habe mir schon meine kleine Pfanne aufgestellt. Nehme ich mir jetzt hier ein kleines Stück Butter und gebe da mein Gemüse rein. Da jetzt noch etwas Pfeffer drüber.
schwenke das Ganze jetzt mal durch und schiebe es auf die Seite. Butterzart. Das kommt jetzt hier raus. Und wir sehen, es ist fast keine Flüssigkeit mehr da. Das wird sich jetzt aber gleich ändern, weil ich lösche das jetzt mit dem Gemüsesaft ab. So, jetzt löst sich hier der ganze Ansatz mit den ganzen Röstaromen vom Gemüse. Das möchte ich gerne haben. Jetzt wird das Ganze passiert. Und nochmal gut durch das Sieb gequetscht, damit wir da die Aromen alle rausbekommen. So, hier kommt jetzt noch ein Butterflöckchen rein. Eiskalte Butter. Und dann kann angerichtet werden. Die Kartoffeln sind fertig, abgegossen. Die dämpfen jetzt hier noch so ein bisschen. So, wir machen hier ein paar Kartoffelchen drauf. Etwas von unserem Gemüse. Möhren, Brokkoli und Blumenkohl. Geben hier zwei schöne Scheiben von unserem immer noch sehr saftigen Braten. Man sieht es hier. Und etwas von unserer Soße über die Kartoffeln. Und fertig ist mein Rinderbraten aus der Brust. Und ich wünsche mir guten Appetit und euch viel Spaß beim Nachkochen.